Oh Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit Darkest World. Guten Morgen. Wir sind jetzt hier in Schlingnerntal zurückgegangen. Das haben wir jetzt mal offscreen gemacht. Ich denke, das ist okay. Wir wollten jetzt hier leveln und nehmen auch direkt die Quests an. Wir haben hier eine Quest, die wir abgeben können. Wir haben ja mal dieses, wo wir hier schon mal waren, haben wir ja diesen Brief gefunden und die konnten wir erst mit 25 annehmen, die Quest. Und ja, das war jetzt der Fall. Gut, ich habe nur eine Quest. Hast du auch nur eine? Ja, ich habe auch nur eine, aber das ist glaube ich so, dass am Anfang nur eine, danach kriegst du dann glaube ich mehrere. Wir müssen auch hinten raus und nicht da raus. Ich gehe trotzdem hier raus und laufe einfach rum. Du dummer Dummkopf! Ja, weil ich denke mal, die trauen uns halt einfach nichts zu, so wie es aussieht. Da sind auch zwei andere Untote. Also Freunde. Ja, mal gucken, ob wir hier auch mal Gegner treffen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Schlingnerntal, mein absolutes Lieblingsgebiet. Das ist schön offen hier, schön dschungelig. So, das erste richtige PvP-Gebiet, glaube ich, ne? Oder war es auf jeden Fall? Das ist das erste PvP-Gebiet, ja. Und das finde ich auch ganz geil. So ist nur, dass ich halt jetzt eine Heilskillung habe, aber... Wow, das, wir müssen einfach diese Eier besiegen. Das ist einfach, ja, wow. Tja. Sagst du das? Gerade so, Bruder, gerade so. Ja, für mich ist es gar nicht so leicht, weil ich da... Warte, wir müssen mit 5 machen. Ja, wow. Schwierige Quest, die wir auch gleich hier abgeben können. Oder wir bekommen eine neue, oder? Hä? Nee. Ja, meldet euch bei Scharfseher, ja, hä? Wir haben aber eine neue Quest bekommen, die wir auch da hinten abgeben. Das macht Sinn, oder? Ja, das auf jeden Fall. Der hat jetzt so mitbekommen. Oh, die waren aber schnell, oder? Ich höre, wie die Eier platzen. Da dann platzen wir auch gleich ein Ei. Und genau, dann ging das. Also, wir können übrigens sagen, wir haben um 54 aufgenommen. Wir waren aber 20 Minuten, ne, haben wir gesagt. Also bis 25. 13 ungefähr, bis ja, eine Minute vorher aufgenommen, also bis 13, 12 so. Ja, passt schon. Ja, bist du doof, wir haben immer 25 Minuten aufgenommen. Ach so. Ja, dann so bis 18 ungefähr. Ah, jetzt habe ich auch ein paar Quests mehr. Ja, dann bekommen zwei Quests, die genau gleich heißen. Ja. Ne, einmal Ogre-Unterdrückung und einmal Morlock-Unterdrückung. Ja, dann unterdrücken Morlock. Wir doch mal. Die Ogre erstmal, würde ich sagen, hier an der Seite. Oh, ich habe einen Schmetterschwanz, Junges, was mir nachläuft. Ah, stimmt, ich auch. Boah, wow, warum? Ich gar keinen Bock drauf. Ich habe den Eiern jetzt gerade gecatcht oder so, ne? So, gehört das jetzt uns? Aber ich mag Kleintarekosa immer noch lieber. Hallo, Kleintarekosa. So, wir wollen jetzt erstmal wieder herausfinden, wie das richtig funktioniert hat hier in meiner Klasse. Weil ich ja mega lange jetzt die gar nicht gespielt habe. Ich kann eigentlich gar nichts machen, weil bis ich dort angekommen bin, hast du schon die vier getötet oder so und ich kann eh nur heilen. Ich überlege gerade, ob ich fürs Questen wieder auf Shadow umskillen soll. Weil ja, ich brauchst ja gar nicht heilen. Eigentlich habe ich ja Holy gemacht. Oh, jetzt wird es hier aber eng, Louis. Hier sind direkt drei Gegner. Du wirst schneller eine Indie finden, ja, ich heile dich schon, also eigentlich kannst du. Eigentlich habe ich ja extra hier gemacht, damit wir schneller eine Indie finden. Eigentlich wollte ich ja sowieso Shadow spielen. Aber jetzt wieder umzuscalen würde, glaube ich, zu lange dauern. Deswegen werde ich die Folge einfach noch Holy spielen und dann in der nächsten Folge vielleicht. Mal gucken. Ja, aber weiß ich nicht. Ich kann ja auch tanken. Ich muss. Ja gut, und, ja, wie gesagt, man kann ja eh immer umscalen. Von daher ist eigentlich scheißegal, was du jetzt gerade drin hast im Grunde. Ja, aber ich habe jetzt Schatten seit Level 10 nicht mehr gemacht. Ich habe viele neue Skills und so, die ich nicht kenne und das bringt, das dauert jetzt glaube ich ein bisschen zu lang. So, wir brauchen Hexendoktor, naja. Ja, ich habe auch nur einen Skill, einen neuen, das ist ganz geil. Oh. Ja, die Quests sind auf jeden Fall ja, schwieriger als die Instanz. Ich meine, das ist halt einfach. Du kannst eigentlich auch nichts falsch machen, wenn man es so sieht. Also, ja, es wird schwer. Ja, aber alles, ne? Du musst nichts mehr töten. Ja. Lass mal direkt die nächste. Lass die drei Quests machen und dann gemeinsam abgeben, würde ich sagen. Ja, du weißt ja schon, dass ich nicht schleichen kann, oder? Ja, Pech, oder? Ja, ich meine, was soll ich jetzt immer auf dich Rücksicht nehmen, weil du nichts kannst, oder was? Ja, so läuft das im Leben nicht. Egal, der ist eh schon. Muss halt schon lernen, alleine klarzukommen. Der Hexendoktor nervt halt schon ein bisschen, ne? Junge, stirb doch mal einfach und dann halt das Maul. Okay, du kannst hier einfach runterspringen und dann... Boah, davon müssen wir jetzt echt... Ah, unser Junges isst die gerade. Ach so, oh, cool. Na dann. Oh gut, das ist ja einfach. Wir müssen einfach nur die Dinger töten und der frisst sich dann quasi daran satt. Also ein bisschen wie in echt, so wahrscheinlich um die Tierschützer, nee, um die Leute ein bisschen auf Tierschutz aufmerksam zu machen, weil es ist ja nicht cool, hier einfach tote Viecher zu essen. Ja, ich töte aber auch selber welche. Weil wenn ich jetzt heile die ganze Zeit, dann dauert es echt zu lange und ein bisschen Schaden kann ich ja machen. Wenn du Heal brauchst, sag einmal Bescheid und bleib immer in der Nähe. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich unbedingt einen Heal brauche. Aber es ist echt klüger, wenn wir das alleine machen, weil der frisst ja. Und ja, dann nehmen wir uns gegenseitig das Ding weg und ich sag mal, ja, die Mobs kriegen wir trotzdem beide, von daher.
Ja, und man, ich schaff die ja auch als Heiler einfach easy, ohne dass ich mich heilen muss, also von daher. Ja, guten Appetit, ne? Ja, danke. Ich meine das Junge. Ich weiß. War mit Angst für dich dann? Du bist kein Junges. Doch, bin ich. Ah, wieder was zugelernt. Du bist außer meiner Reichweite, ne? Hä, wieso? Naja, wenn ich jetzt jemanden töte, dann... Ah doch, es zählt dazu. Aber wir sollten trotzdem einmal ein bisschen in der Nähe bleiben, weil sonst bekommt einer mehr Erfahrung als der andere oder so. Wenn wir zu weit weg sind. Ja gut, ich meine, bei mir waren halt keine mehr, ich muss halt weitergehen, ne? So, also die 15 habe ich schon mal getötet, jetzt brauche ich nur noch dieses Fressen. 11 Stück noch. 10 noch. Wieso konnte ich das nicht aufsammeln? Ah, da braucht man langsam jemand Heal, Mann. Das ist echt so schlimm, du hältst halt einfach überhaupt nichts auf. Leute, ich habe gar nicht gesehen, dass ich schon so low bin. Also, low, aber... Hast du die 40 schon? Ne, ich habe 22. Ich habe jetzt 38. Ja, 38. Wer, wenn deiner alles auf ist? Ja, ich denke mal, nachdem habe ich es jetzt auch. 39, 40. Ja, gut, ich habe die Quests alle. Ja, es wartet jetzt also nur noch auf dich. Soll ich dich heilen? Hat auch überhaupt keinen Sinn zu helfen, oder? Nö. Dann lass es. Ach Mist, den hätte ich doch gerne vielleicht auch. Obwohl, ich kann die wenigstens plündern. Aber an sich nützt es eigentlich nichts, ne. Ja, und Erfahrung bekommst du vielleicht zufälligerweise auch noch. Ja, aber ich meine, krieg ich auch, wenn du sie alleine tötest, ne, also. So, komm, ist die restliche Scheiße auf. Ich brauche noch 2 Stück, das müsste reichen. Ne, einen noch. Hatten die nicht immer... Jetzt aber. So. Brauchen wir noch für eine Quest gar keine mehr zurück. Wir hätten eigentlich das Duelstein setzen können. Stimmt, ja. Ich mag, glaube ich, mal Gleichgewicht im nächsten Dings. Aber wobei, gut, das ist doof, ne? Da brauche ich Intelligenz für. Nee, ich habe mir übrigens nicht. Jetzt gerade zwischen den Parts, für die sich wundern, hier diese Erbstücke gekauft. Aber wie gesagt, ja, die werden halt nur bei PvP anziehen. Ich habe mir die nicht gekauft, wollte ich nochmal Bescheid sagen. Weil ich habe die auch, glaube ich, alle schon, weil ich die ja für meinen zweiten Account, den ich im Stream spiele, geholt habe. Ah. Aber ich habe die trotzdem nicht. Und jedes Item bringt halt irgendwie Erfahrungsbonus. Das bringt 5%, das bringt 10%, das bringt auch 10%. Deswegen werden wir die nicht anziehen beim Questen, weil wir sonst einfach... Naja, eigentlich wollen wir ja schnell sein. Aber das Problem ist, dass wir dann halt wieder am Ende des Questgebiets wieder alle Quests grün sind. Und das ist wieder scheiße. Da können wir kein Questgebiet zu Ende spielen. Ja, und das ist halt auch langweilig. Da könnten wir nur Instanzen machen und das wäre halt auch lame. Deswegen ist das so schon am besten. Deswegen werden wir die App-Stücke... Obwohl, Instanzen könnten wir die eigentlich auch noch annehmen, weil es... Wenn wir so eine Levelphase machen, wenn wir zwischen zwei Gebieten sind... Ja, egal, kann man dann später nochmal ausdiskutieren, wenn es wieder soweit ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob wir die App-Stücke annehmen sollen oder lieber nicht. Nee, ja, einer hat schon gesagt, nein, ich wäre auch lieber für nein. Ja, einer hat das... Na dann! Ja, nee, aber es geht halt echt zu schnell. Ich meine, weiß ich nicht, es geht ja auch hier nicht darum, irgendwie so schnell wie möglich auf 110 zu kommen. Eben, wir wollen ja auch Esche Pass haben. Ja, und auch die Questgebiete machen und so weiter. Und es ist halt doof, wenn wir echt immer die Questgebiete anfangen. Dann so 2 Quests später können wir schon 10 Gebiete weitergehen. Ja. Außerdem können wir beide könnten wir einen Charakter auf Level 100 einfach aufwerten. Das heißt, wir hätten auch einfach theoretisch, wenn es wirklich nur darum ginge, schnell 110 zu werden, einfach schnell von Level 1 auf 100 und dann ab Level 100 spielen. Ja eben, das kommt halt auch noch dazu, ja. Aber haben wir ja nicht. So, wieso sind diese Eier eigentlich rot? Das heißt ja, dass sie angreifen, wenn man denen zu nahe kommt. Aber ja, gut, ich sehe es jetzt mal nicht so realistisch, dass die Eier einen angreifen. Ja, weiß man's. Mich nervt das so, dass du schneller bist als ich. Warum musst du unbedingt einen Druiden spielen, du mega Druiden? Ja, ich hätte ja auch anders skillen können und hätte ich auch Intelligenz als Wert gehabt und das wäre doof. Für dich. Ja, aber du hast immer deine scheiß Gestalt, dass du schneller laufen kannst. Das ist. Oh, ich hätte einfach meinen. Utsch. Tja, siehst du, das ist halt der Neid, weißt du, ist halt einfach so. Heute kam übrigens gar nicht dein super spontanes, lustiges Video, ne? Ist mir gerade so eingefallen. Was ja, weil ich einfach keine Zeit für heute. Ja, komm. Ja, das dauert aber auch gar nicht lange zu machen. Das könnte ich theoretisch sogar später noch fertig machen, aber habe ich keine Lust. Ja, wann kommt das Video denn? Morgen, wahrscheinlich. Also ja, wenn kannst du jetzt auch im Stream sagen, was es ist. Wenn ihr das Video seht, dann ist es wahrscheinlich schon, oder? Ist es um 19 Uhr draußen? Kann ich für 19 Uhr garantieren? Naja, es ist ja am Freitag, nur heute ist Dienstag. Nee. Ach stimmt, das kommt ja Freitag. Nee, es ist der Part ist Donnerstag. Weil morgen ist Dienstag, heute ist Montag. Nee, heute ist Dienstag. Morgen ist Mittwoch, stimmt. Morgen kommt. Wir haben 3 Parts auf. Oh Mann, nee. Also der ja, Part das ist halt YouTuber-Lifestyle, also was willst du machen, ne?
Weißt, wenn ihr das Video hier seht, dann seid ihr geistig behindert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, aber was hast du denn vor? Ja, das kann ich jetzt nicht einfach sagen, ne? Ja doch, weil es ja schon online dann. Ja, aber dann weiß es ja du. Ich würde es ja auch gerne wissen. Ich weiß ja nicht, ob ich viel spoilern soll, ne? Doch. Nee, mach ich nicht. Oh. Ja, Leute, aber auf welches Video ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, das kommt am das Samstag. Kommt morgen. Morgen, einmal genau. Einmal auf meinen Kanal und einmal auf dem Kanal von Wohlstandsmilch. Ah, für Wohlstandsmilch interessiert sich keiner, also auf dem Kanal von Darky auf jeden Fall. Oder Manuel. Ja, wir waren nämlich mit unseren Kostümen im Ikea. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch das Kaufland-Video kennt. Ich denke mal... Meine Fans natürlich alle. Eigentlich sollten es alle kennen, weil es einfach... Ist eigentlich schon Kult, so das Video. Eigentlich ist es wirklich so. Also für die Leute, die es nicht kennen, wir sind da halt mit unseren Kostümen, waren wir einkaufen. Wir hatten eigentlich gar nicht vor, so viel Scheiße zu machen am Anfang, glaube ich, meine ich, aber... Damit ihr auch nicht suchen müsst, werden wir in der Beschreibung Amazon-Links verlinken, aber natürlich nicht das Video. Genau. Nee, was soll ich jetzt sagen? Hast du übrigens schon alles, was wir hier brauchen? Eine Hauer brauche ich noch. Ich auch. Du hast eine Hauer? Warte, hier. Verstehst du, ich hab dich gehauen. Nee. Nein. So, ich brauche hier noch was anderes. Ach, da aus der Truhe. Ich hab alles. Na, warte, ich brauche die Truhe noch. Nee, auf jeden Fall waren wir halt im Kaufland und haben da halt, ja, Scheiße machen klingt jetzt ziemlich hart so, ne, aber ja, wir haben eigentlich schon Scheiße gebaut, kann man doch eigentlich schon, muss man eigentlich schon genauso sagen. Kannst du eigentlich was in deiner Schildhand tragen? Wenn ich eine Einhandwaffe, also ich habe einen zweihändigen Stab halt. Ja, weil ich hab so einen Schildhand geführten 5 Intelligenz plus 2 Vielseitigkeitsding gefunden. Ich hätte so ein Einhandschwert, aber da gibt es halt voll wenig mit Intelligenz, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn. Und dann hast du halt in der anderen Hand so einen scheiß Zauberstab, deswegen, aber ich spiele lieber mit doppelhändig zweihändigen Stab. Na. Ja, nee, auf jeden Fall haben wir da halt ziemlich viel Scheiße gebaut, kann man halt sagen. Und ja, das Video haben wir halt damals hochgeladen und dann wurde das immer wieder gelöscht. Jetzt ist es wieder online endlich. Und wir haben uns das Wochenende getroffen gehabt. Wir waren bei mir und wir haben dann gesagt, okay, komm, wir gehen einfach mal zu Ikea und machen quasi genau das Gleiche. Und das Video ist echt mega geil geworden. Also gut, ich kann es ja nicht sagen, wie Darky das geschnitten hat, aber die Aufnahmen waren auf jeden Fall mega geil. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Skandalös, so viel kann man eigentlich schon mal sagen. Und ja, ich weiß nicht, wie viel hast du schon geschnitten, Darky? Hau mal raus. Ich hätte zumindest den Bro-Schnitt schon mal fertig. Ja? Ich muss auf jeden Fall noch Untertitel drunter machen und Musik und so, weil einige Sachen sind so, die mit bestimmter Musik halt einfach besser kommen. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ihr sollt natürlich das Video auch noch gucken. Nicht, dass ihr sagt, na toll, jetzt wissen wir, dass da Musik drin ist, jetzt brauche ich es auch nicht mehr gucken. Weißt du, das wäre auch Spaß. So, wo müssen wir? Wir haben ein neues Talent. Nee, haben wir nicht. Bei 30 erst, okay. Hey, wir müssen auf so eine schwule Insel. Bei mir kam beim Level Up eben irgendwas. Ach, ich habe endlich den ersten Ring. Ich habe auch meinen ersten Heilzauber. Heilende Berührung. Heilt ein verbündetes Ziel um 549 Gesundheit. Willst du mich verarschen? Das ist besser als meine Heilung. Ja? Meine macht 496. Lol. Aber sie braucht... sie braucht aber auch 2,5 Sekunden. Habe ich nicht irgendein Reittier, was im Wasser auch schneller ist? Gibt's nicht irgendein Reittier, was im Wasser verschnellert ist? Ich kann mich übrigens zur Mondlichtung teleportieren, warum auch immer das gut sein soll. Nee, hast du nicht. Egal. Schwimmi, schwimmi, schwimm, schwimm, schwimm. Eigentlich voll dumm, dass ich nicht hier hingegangen bin und dann den Weg nur geschwommen. Nein, wir schwimmen komplett quer den ganzen Scheißweg. Gut, warte, ich kann es mir erlauben. Nö. Hast du auf mich gewartet? Ich konnte noch nie auf dich warten, weil du immer schneller bist. Was siehst du? Na gut, jetzt haben wir also erstmal 20 Minuten Zeit, dann können wir mal gucken. So, was hat denn Felix geschrieben? So. Felix. Gut, ist das sage ich jetzt, lieber Hase? Nicht. Ja, ja, der Hase. Klar, wer denn sonst? War mir erst nicht sicher so, aber muss eigentlich der Hase sein, ne? Wie schnell levelt man denn hier? Wir haben gerade eben erst ein Level abbekommen, haben schon wieder ein halbes Level, Alter. Stimmt, mega schnell, ist echt krass. So, ich habe ja gerade ein Video auf iKuchen hochgeladen. So, es kam ganz gut an. Ja, bist du wieder für ein paar Minuten in den Trends, oder was? Ja. Okay, nice, können wir anfangen. So, erstmal die Wasserelementar beschwören. Ah ne, benötigen wir den Altar zu. Gut, aber ich meine, ich kann ja eh durchschleichen, ne? So. Ja, eben, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen eigentlich. Gut, hier ist zwar gar kein Altar, was sollen wir überhaupt machen? Das Herz, doch, soll hier sein. Ach, da ist der Altar, doch. Oh. Ja, mach mich bewegungsunfähig, weil du einfach ein Hurensohn bist. Ich kann es aber, glaube ich, entzaubern. Ja, kann ich.
Gut, die Erfahrung kriege ich trotzdem, das ist toll. Ja, und da habe ich beschworen. Du wartest. Achso, die müssen wir sogar töten. Ja, verstehe ich auch nicht. Oh, der ist sogar Level 26, also ist hier. Ich muss halt mal ein bisschen helfen, Alter. Ich muss halt die ganzen hier auf dem Weg töten, alle. Ja. Du bist halt eh schon schneller und dann schleichst du auch noch durch. Du bist eigentlich so ein maximaler Anti-Mate, Alter. Ich hab die Quest. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das bringt mir aber nichts, weil ich da nicht hinkomme. Hast du die Quest nicht? Nee. Oh. Du musst erstmal hin. Ja, dann mach du die Quest, ich kümmere mich um den Rest. Ja, danke. Um den darfst du dich auch kümmern. Obwohl, machst du eh nicht. Richtig. So. Siehst du, ich hab ihn getötet. Den hältst du mir vom Hals, aber hier, ne? Ja, den. Ah, musst du nur das Herz töten. Boah, 859er Crit. So, die Insel hat sich ja gelohnt. So, dann müssen wir jetzt hier direkt die nächste Quest da hinten erstmal machen, würde ich sagen. Schrumpfkopf. Ich dich. Ich weiß gar nicht, warum die Trolle hier böse sind. Ich meine, man könnte sich auch verbinden, als hätten die da so einen Nachteil dran, wenn man sagen würde, okay, komm, wir bringen euch nicht mehr um und ihr dürft da bleiben, wo ihr seid. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Vor allem, weil halt das ja Trolle sind und die gehören auch zur Horde. Aber ich will das Spiel hier auch gar nicht zu sehr in Frage stellen. Weil das vielleicht sind das ja Trolle, also die sich so abgegrenzt haben, so wie, keine Ahnung, wie die AfD von Deutschland. Irgendwie sowas. Ah, okay. Also die halt eigentlich dazugehören, aber keiner mag sie so wirklich. Nee, das verstehe ich nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt. Übrigens, dahinter ist direkt Westphal, das ist ja das, ja, mit Startgebiet. Kann man da schon Leute umbringen von der Allianz? Wir könnten eigentlich mal hingehen und gucken, ob wir da einen finden. Nur wenn die uns zuerst angreifen, was ziemlich dumm wäre. Ja. Komm, auch 5 Schrumpfköpfe von einem einzigen, Alter, was ist das denn? Ich habe auch immer 5 Köpfe. Naja, es ist halt, weiß nicht, wahrscheinlich so ein Ding für die, dass es so voll toll ist. Die sammeln das, meinst du? Ja. Ja, nochmal 5, ganz klar. Digga, du kriegst ja schneller als ich, obwohl ich schneller da war. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich mehr Schaden mache, als du und viel weniger heile. Ja, dann müssen wir wohl die Plätze tauschen, tut mir leid, ja, sorry. Ja, anscheinend, Alter. Guck mal, du tötest einen, bringt 5 Köpfe. Ich töte einen, bringt einen Kopf. Toll, danke. Ich habe auch nur einen Kopf gerade bekommen. Du hast sogar jetzt einen mehr als ich. Ah ne, ich habe noch einen mehr. Ja, aber ich bekomme von dem hier noch welche. Ich krieg auch von denen hier noch welche. Ein, nice. Ah, du kriegst halt echt schneller als ich, Mann. Über so ein Game. Hier krieg ich auch nur einen. Hey, was ist denn los, Alter? Eben droppen noch 5, so, und jetzt einer. Hä? Oh, ich hab den geheilt, Leute. Ja, 5. Nice, one of 2. Du hast den Gegner geheilt? Ja, aber der war eh voll. Ja, ich hab ihn nicht geheilt, aber ich habe halt den Heilspiel gedrückt. So. Okay, einen noch. Müsst ihr alle haben? Ja, ich hab alle. Ja, wow. Als ob du die einfach schneller kriegst als ich. Ja, ich bin halt besser als du. Achso. Komm, dann pullen wir hier alle und bringen die um. Ja, so gut bin ich jetzt auch wieder nicht. Junge, du bist fast tot. Ich kann dich nicht heilen, du bist außer Sichtweite. Digga, komm doch mit, du Bastard! Ja, komm doch mit! Dann werd ich erstmal lootig. Junge. Oh Mann, ey, anstatt dass du mir einfach hilfst, ich sag schon, wir laufen rein. Du gibst einfach einen Fick drauf und lässt mich sterben. Du hast ja gesagt, wir laufen rein und in dem Moment warst du schon drin und ich war ja da hinter. Du musst halt zumindest gucken, ob ich in der Nähe bin, so. Ja, warte mal kurz auf mich. Ich hab den halt erst gelootet. Kann ich eigentlich auch retten. Warte, du musst gar nicht laufen. Das hättest du mir auch vorher sagen können, jetzt haben meine Gegenstände einen Wert verloren. Oder irgendwie was, glaube ich, oder? Ich kann dich anscheinend doch nicht retten. Ah, du hast dich schon freigelassen, wa? Ja. Dann kann ich eh nicht mehr. Ich kann auch zurück zum Friedhof machen. Bringt das was? Kann man auch nee, da noch eine Leiche beim Friedhof, glaube ich. Ich loote so ganz gemütlich so, ja, wir pullen einfach alle. Und in dem Moment hüpft er schon rein. So. Okay. Hätte ja klappen können. Ja, klappen können. Ja, das muss ich wieder warten. Also ich muss die ganze Zeit auf dich warten. Das nervt einfach. Und selber schuld. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt entgegenheilen kann, weil du bist einfach so schnell gestorben. Ja, es hätte bald wahrscheinlich eh nichts geworden. Hä? Hä? Ich habe einen Questgegenstand bekommen. Wie? Fetisch, ich habe diese... Ein Fetisch, ich bin nur rumgestanden, ich habe nichts gemacht. Hä? Ich habe jetzt 1 von 8 bei dieser ein Gespür für solche Dinge. Habe ich 1 von 8? Aber ich bin hey, die Quest habe ich gar nicht, Timer. Hä, ein Gespür für solche Dinge? Habe ich nicht. Quest teilen. Du erfüllst die Voraussetzungen für diese Quest nicht. Hä? What? Hast du die irgendwo gefunden oder so? Nee, die gab's da.
Aber nicht alle angenommen. Ja, anscheinend hast du eine vergessen oder so. Nö. Anscheinend ja schon. Ja gut, wir brauchen hier, also ich bräuchte hier was, aber ich komme jetzt einfach mal mit dir zurück, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich die Quest mache und du nicht. Ja, müssen wir die nachher nämlich nochmal machen. Du hast die vielleicht schon erledigt, weiß ich nicht. Eigentlich nein. Für solche Dinge. Wie viele Quests hast du denn insgesamt? Zwei. Ich hab drei. Hey, what the fuck? Ich wette, da ist einfach irgendwo der Quest-Tipp und du hast ihn einfach nicht gecheckt. Du hast auch noch angegriffen, ne? Mhm. War fair. Weil der ist aber langsamer. Stop. Vielleicht trifft er dich ja. Oh. Wenn wir Glück haben. Ich und mein Terrorwolf, wir haben sehr viel Spaß. Wir fahren nach Schlingel und Tal. La 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 la. Mal gucken, eigentlich kann ich die. Ich habe eigentlich jede Quest angenommen, die da war, aber. Man weiß natürlich nie, es kann natürlich immer sein. Vielleicht hatte der eine auch zwei und ich habe da gar nicht drauf geachtet oder so. Ich glaube, das war auch ein von einem zwei. Beziehungsweise bei dem einen, da musstest du. Konntest du zwei Quests abgeben, aber du hast die eine gemacht, dann konntest du die andere aber nicht annehmen, weil der dann eher kurz eine, so eine kurze Szenario gemacht hat. Der ist dann zu diesem komischen Topf hingegangen und hat da irgendwas reingeschmissen in den Topf. Und als er dann zurück war, konntest du die Quest dann annehmen. Vielleicht hast du da einfach nicht gewartet. Ja, ich habe echt nicht gewartet, aber ich sehe ja auch keine, die ich annehmen kann. Hä? Ich gebe die erstmal ab, vielleicht hier, ist es bei, ja. Bei dem Topf da hinten. Der Topf, dieser Topf hier hat mir die Quest gegeben. Hä, what the fuck? Blubberner Kessel, der Kessel blubbert. Weil das ist eine Kochquest? Nee, oder? Hä, ich kann nicht mal eine Quest abgeben, die Server sind down, oder? Ich hab die Quest jetzt abgegeben. Ja, aber ich habe keine Erfahrung dafür bekommen, die Server schmieren schon wieder ab. Die sind gestern auch schon abgeschmiert. Ah, bei dem ging's. Kraft und Ehre. Ja, soll ich die Quest dann einfach abbrechen, oder? Warte. Jetzt hier wieder eine annehmen. Hast du kochen gelernt? Wie kochen gelernt? Naja, kochen gelernt, das kannst du ja lernen als Nebenberuf. Ja, wir haben doch schon eine Kochquest gemacht. Jetzt hat er eine Quest. Jetzt hat der eine Quest, aber das ist schon die nächste. Egal, ich brech die einfach ab. Warte, ich habe jetzt drei Stück. Ich habe jetzt auch drei. Hä? Ah nee, da ist noch eine, die ich nur annehmen muss. Da habe ich vier. Hä? What the fuck? Kriegst die einfach nicht. Vielleicht, weil du einfach dumm bist. Oder warte mal, Quest-Log. Guck mal, was hier steht. Aber jetzt kann ich was beim Kessel abgeben. Wenn ich was hätte zum Abgeben. Ja, da könnte ich auch noch eine Quest abgeben. Netzilocks Kopf. Ja, dann brech die mal ab und... Hä? Netzilocks Kopf. Netzilocks? Netzilocks gerade, das hab ich auch. Ich brech die jetzt einfach mal ab, weil wenn du die nicht brauchst, kann er mal versuchen, die zu teilen. Du erfüllst die Voraussetzungen nicht, also lassen wir's. Ja, aber wir haben genau die gleichen Quests hier gemacht. Vielleicht hast du die Quest gefunden oder so? Weiß es halt einfach echt nicht. Kann sogar sein, aber... Egal, ich brech sie ab. Wenn du die bekommen solltest, dann kannst du sie wahrscheinlich auch nicht zeigen. Egal, dann lassen wir die Quest ein Gespür für solche schwulen Sachen. Lassen wir einfach... Achso, jetzt kann ich sie halt wieder annehmen. Hier, da was? Na gut, da ja, hast du die nicht gefunden. Nee, ich kann die hier annehmen. Gut, bei dem... Ja. Sprech mal den Boja an. Kannst du den ansprechen und dem irgendwie ein Szenario oder so aufbrummen? Nee, ich kann den ansprechen, der sagt dann was, aber mehr nicht. Okay, dann wir könnten höchstens noch gucken, ob du der Koch hier irgendwo ein Kochkunstlehrer ist. Das ist keine Kochquest, ich hab die doch auch. Also ich hab doch auch Kochen. Na gut, dann egal. Die Zeit ist eh abgelaufen für den Part. Ja, ja, dann würde ich sagen, sehen wir zum nächsten Part und ja, danke World of Warcraft, auf jeden Fall sehr nett von euch. Wir sehen uns. Tschüss und bis dann. Tschüss.